Du bist ein leidenschaftlicher Läufer, kannst dem aber nicht nachgehen, weil du Schmerzen an den Schienbeinen hast? Dann bleib dran! In diesem Video erfährst du, woher diese Beschwerden kommen, was du dagegen tun kannst und was du unbedingt vermeiden solltest, damit deine Beschwerden nicht immer wieder und wieder kommen. Schienbeinschmerzen kommen von einer Knochenhautreizung. Vor allem an der unteren 2/3 von den Unterschenkeln treten die Beschwerden auf. In diesem Fall handelt es sich um eine Überreizung von dem Ansatz der Muskulatur an dem Knochen. Meistens ist dieses ausgelöst von einem falschen Training bzw. zu schwacher Muskulatur für zu hohe Belastung. Ein geeignetes Trainingsprogramm hilft, die Beschwerden zu lindern und dauerhaft wieder zum Sport zurückzukommen. Und jetzt zeige ich dir, wie diese Übungen aussehen sollten. Das erste und das wichtigste ist eine Anpassung von der Belastung und der Belastbarkeit. Und der Belastbarkeit von der Muskulatur kannst du nur erreichen mit einem aktiven Training. Für die erste Übung brauchst du ein elastisches Band. Das sorgt dafür, dass du mehr Widerstand für die Übung hast und somit stärkst du deine Muskulatur. Du sollst das elastische Band in den Vorfuß befestigen und an der anderen Ende kannst du zum Beispiel einen Tisch festmachen. Und dann bewegst du den Fuß nach oben und nach innen. Ziel ist es, dass du bei dieser Bewegung spürst, dass du genau diese Muskulatur an der inneren Seite von deinen Unterschenkel, dass du die gut aktivieren kannst. Dort soll es anstrengend sein. Die Bewegungsausrichtung ist nach oben und innen. Du solltest so eine Schaufelbewegung machen, so als ob du deine Fußsohle anschauen willst. Diese solltest du nun mindestens 12, bestens wäre, dass du die 15 Mal wiederholen kannst. Und dafür 2 bis 3 Serien. Führ die Bewegung langsamer durch und achte darauf, dass du nur dein Sprunggelenk bewegst, beziehungsweise den Fuß. Diese Übung ist nun für den Tibialis Posterior, der wichtigste Muskel bei Schienbeinschmerzen. Und dafür brauchst du jetzt eine Stufe. Du platzierst deinen vorderen Fuß auf der Stufe, die Ferse ragen hinter drüber. Gehst dann leicht in die Knie, deine Füße sind hüftbreit auseinander. Und in dieser Haltung hebst du jetzt die Ferse hoch. So weit wie du kannst, bis du auf dem Vorfuß stehst und lässt es dann langsam wieder runter. Achte darauf, dass du so weit wie möglich auf dem Vorfuß stehst und die Ferse möglicherweise tiefer gehen als der Vorfuß. Auch bei dieser Übung geht es um die Ausdauer. Das heißt, jede Serie sollte mindestens 12, sogar besser 15 Wiederholungen durchgeführt werden. Achte darauf, dass die Bewegung hauptsächlich an den Sprunggelenk stattfindet und dass du nicht deine Knie beugen und streckst. Die richtigen Übungen passend zu den jeweiligen Beschwerden zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich gebe mein Bestes, genau das für dich zu tun. Abonniere meinen Kanal, damit du davon profitieren kannst. Vor allem, wenn du Sport wieder treiben willst, ist es extrem wichtig, dass du auch dynamische Übungen in dein Trainingsprogramm mit integrierst. Diese Übungen, die ich dir jetzt zeige, sind besonders geeignet für Schienbeinschmerzen. Wichtig ist, dass du die nur dann durchführst, wenn du die anderen Übungen beschwerdenfrei oder zumindest mit weniger Beschwerden ausführen kannst. Und das erste sind Sprünge. Du solltest mit einer leichteren Variante beginnen und je mit Verlauf diese Belastung auch immer steigen. Das heißt, die ersten Übungen sollen dann ungefähr so aussehen. Du stellst die hüftbreit auseinander. Deine Knie bleiben leicht gebeugt und von dieser Haltung aus springst du hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. Achte darauf, dass du einen weichen Boden hast, wo du landen kannst, wie zum Beispiel jetzt diese Übungsmatte. Und die Belastung danach weiter zu steigen, solltest du dann in die Knie runtergehen und hier hochsteigen. In die Knie runtergehen und hochsteigen. In die Knie und hochsteigen. Und als letztes sind dann Einbeinsprünge. Mit der betroffenen Seite versuchst du dann in die Knie zu gehen und hochspringen. In die Knie zu gehen und hochspringen. Die Steigerung von den Sprüngen solltest du in Wochenabschnitt machen. Das heißt, die erste Variante trainierst du dann eine ganze Woche lang. Die zweite Variante
dann nochmal 2 Wochen lang und die dritte Variante wäre dann erstmal zum Schluss dran, wenn du dann bei den anderen Übungen kaum noch Beschwerden hast. Die Sprungübungen sollten nach Zeit gemacht werden. Das heißt, die erste Variante trainierst du 1 Minute lang. Die Sprünge sollen langsam und gezielt trainiert werden und du wiederholst die so viel, bis du 1 Minute Training erreichst. Zurück zum Laufen. Wenn du dein Lauftraining wieder aufnehmen willst, ist es extrem wichtig, dass du nicht zurückgehst zu dem Punkt, wo du aufgehört hast, bevor du Schmerzen hast. Du sollst es langsam und über die Wochen hinweg dein Training, sowohl die Intensität als auch die Länge, erhöhen. In einer Studie für Schienbeinschmerzen wurde diesem Training über 6 Wochen angepasst. In den ersten 2 Wochen wird es empfohlen, dass du entweder auf dem Laufband läufst oder draußen in der Natur, wo der Boden nicht so hart ist. Die ersten 2 Wochen sollten dann 16 Minuten beinhalten. Du beginnst mit 2 Minuten gehen und danach 2 Minuten laufen. Nach 2 Minuten wiederholst du dieses nochmal. Das heißt, 2 Minuten gehen, 2 Minuten laufen, 2 Minuten gehen, 2 Minuten laufen. 4-mal jeweils, sodass du 16 Minuten Trainingseinheit hast. In der Woche 3 und 4 erhöhst du dann die Laufzeit. Das heißt, du gehst schnell 2 Minuten, läufst aber 10 Kilometer pro Stunde 3 Minuten. Und diesen Zyklus wiederholst du dann 4-mal. Das heißt, 2 Minuten gehen, 3 Minuten laufen. 2 Minuten gehen, 3 Minuten laufen. So hast du insgesamt 20 Minuten Training. In den letzten 2 Wochen, das heißt Woche 5 und 6, solltest du dann im Stück 20 Minuten laufen. In ein Trainingstempo, die für dich angenehm ist und wo du Beschwerden bis maximal 1-2 hast. Das heißt, du kannst eine leichte Unangenehmigkeit fühlen, aber die sollen dir nicht verhindern zu joggen. Deine Schmerzen sollen maximal nach 24 Stunden komplett verschwunden sein. In diesem Zeitintervall von 6 Wochen solltest du mindestens 3-mal in der Woche laufen gehen. Und zuletzt, was du unbedingt vermeiden solltest, damit deine Beschwerden nicht wieder zurückkommen. Das erste, dein Lauftraining genauso wieder zu beginnen, wie du aufgehört hast. Das gleiche Tempo und die gleiche Intensität. Du bist prädestiniert, dass deine Schmerzen wieder zurückkommen. Das zweite ist ein zu harten Schuhwerk oder immer nur auf Asphalt zu laufen. Zu harten Bodenkontakt sorgt dafür, dass deine Beschwerden noch deutlich zunehmen. Versuche auf weichen Boden zu laufen oder Schuhe mit ein besseres Dämpfungssystem zu kaufen. Aber bitte denk dran, deine Beschwerden sind nicht von heute auf morgen entstanden. Deshalb ist es unrealistisch zu denken, dass es in der Laufzeit von 3 Wochen deine Beschwerden wieder weg sein werden. Studien haben gezeigt, dass Patienten, die diese Beschwerden schon seit über 6 Monaten haben, normalerweise ein Zeitfenster von 3 Monaten brauchen, um eine deutliche Linderung der Beschwerden zu erreichen.